Ratten, Mäuse, Flöhe, Schaben. Die Gegner des Schädlingsbekämpfers sind keine Kuscheltiere. Angriff der Kammerjäger im Dienst der Gesundheit. Frisch, neu, guten Appetit. Der Kampf gegen das Ungeziefer erfordert gesunde Robustheit. Der Schädlingsbekämpfer darf natürlich nicht irgendwie zimperlich sein. Wenn der Profi kommt, hat die Kundschaft schon einiges Leid hinter sich. Erst kam eine, dann kam zwei, dann wurden es immer mehr. Der Kampf gegen Ratte und Artverwandtes birgt auch Risiken. Sie springen einen dann an und in die Situation möchte keiner von uns kommen. Bei Befall hilft oft nur die großflächige Attacke. Jede Chemikalie, die töten soll, die tötet auch. Schädlingsbekämpfer, eine besondere Spezies. Andere arbeiten irgendwie als Einzelhändler oder im Büro und so. Ich bin halt Kammerjäger. Einsatz in Hamburg, 8 Uhr morgens. Dennis und Norbert Kalf sind bereits unterwegs, im Kampf gegen schädliche Nagetiere. Der erste Termin des Tages gilt Mus Musculus, oder besser der Hausmaus. Ja, dann gucken wir uns gleich mal die Mäusegeschichte da an. Ja, müsste ja eigentlich hier irgendwo sein, ne? Ja. Ich glaube, da können wir da vorne hinter dem Transporter parken. Genau, das ist da drüben. Und dann wollen wir mal schauen, was unsere kleinen Mäuschen machen, ne? Die Kalfs sind Schädlingsbekämpfer. In einer Großstadt wie der Elbmetropole gibt es für das Vater- und Sohn-Gespann genug zu tun. Wo der Mensch lebt, sind gemeinhin auch Nager zu finden. Die freilebende Hausmaus ist anpassungsfähig und oft unerwünscht. Wir kommen einmal wegen der Mäuse. Wunderbar. Morgen. Gucken wir mal nach. Ne? Ja. Ist klar. Na gut, dann schauen wir mal. Jo. Nö, der ist ja nicht angefressen. Nö? Nö. Die Kammerjäger sind schon vor ein paar Wochen in der Garage gewesen. Der Mieter hatte Befall gemeldet. Die Profis überprüfen den Erfolg ihrer Strategie gegen den Gegner in grauem Fell. Wir haben hier Mäuseköderboxen aufgestellt. Da sind Giftköder drin. In dem Fall ist hier nichts angefressen. In dieser Garage hier haben wir mehrere von diesen Köderboxen platziert. Weil die Mäuse gehen natürlich auch unterschiedliche Wege. Und deswegen müssen wir ein paar von diesen Köderboxen aufstellen, damit die natürlich auch mehrere Möglichkeiten haben. Aber hier war jetzt soweit alles in Ordnung gewesen. Mit dem Aufstellen von Fallen in Eigenregie kommen viele Betroffene dem Problem nicht bei. Das erste Mal war, dass ich hier saß, ein bisschen rumhantiert habe und die Maus direkt an mir vorbeilief. Vor meinen Füßen. Und ich echt sprachlos war. Und fix, ne? Nicht alleine. Zuerst die eine und dann kam eine zweite. Ja, und daraufhin war für mich klar, dass ich da brauche ich professionelle Hilfe. Hier wollte sie eigentlich auch nicht, weil Spinnweben. Ne? Ja. Die Mäuse haben immer so die Angewohnheit, am Rand längs zu laufen, um Rückendeckung zu haben von einer Seite. Und das kann man gut so in Kellerräumen oder jetzt hier in diesem kleinen Abschnitt kann man sehen, wenn da Spinnweben sind, ist auch keine Maus durchgelaufen, sonst wären die Spinnweben weg. Logisch. Noch ist es zu früh für eine Entwarnung. An der nächsten Köderbox zeigen sich verräterische Spuren. Oh ja, guck an. Hier waren sie bei. Das kann man gut erkennen. Was ist da los? Da ist der Köder angefressen worden. Man sieht ganz deutlich da die Nagelspuren. Die Mäuse benötigen oder mögen gerne eine attraktive Nahrung. So mit Speck und Käse fängt man heutzutage keine Mäuse mehr. Also die ganze Branche ist im Moment so auf dem Schokoaroma, Nutella, Mars, Snickers. Das mögen die unwahrscheinlich gerne, alles, was Schoko ist. Fand die gut. Da sind da ja so als Wirkstoffe so Blutgerinnungshemmer drin. Das heißt, die Maus frisst den Köder. Der Köder geht in die Blutadern, in die feinsten Äderchen. Und die platzen dann, das Tier verblutet. Das ist aber schmerzlos, denn wir sind vom Tierschutzgesetz verpflichtet, die Tiere schmerzlos zu töten. Muss alles geprüft und zugelassen sein heutzutage.
Früher hat man ganz andere Mittel gehabt, aber gibt es nicht mehr. Manchmal leider. Gut. So, dann lass uns mal den Köder noch mal wieder wechseln. Frisch, neu, guten Appetit. So. Prima. Meine, hast du ja noch irgendwo einen Speedbreak-Tunnel? Dann nehmen wir das zur Seite. Mal gucken. Oh, was ist das denn? Ja, das ist ja auch schön. Ja. Erfolg gehabt. Ja. Also in dem Fall kann man sehen, dass die Maus wahrscheinlich doch durch die Öffnung am Garagentor gekommen ist. Es war ganz gut, dass wir die Falle dort hingestellt haben. Ja. Und naja, ich nehme die Maus gleich mit und dann stellen wir die Falle aber vorsorglich nochmal auf. Genau. Das wäre schön, ich freue mich. Ja, okay. Dann, die Maus läuft immer an der Wand längs. Ne? Der Weg eben halt, das ist praktisch ein Zwangsweg gewesen durch die Falle durch. Ja, Pech gehabt, ne? Das ist passiert, ne? Gut, das ist ja erfolgreich. Ja, also in dem Fall hier haben wir eine ganz normale klassische Schlagfalle, wie man sie zum Beispiel auch im Baumarkt kaufen kann. Die Maus geht hier eben rein, wird durch einen Lockstoff angelockt und wird dann mit einem Schlag getötet. Und das ist natürlich in dem Fall eine relativ saubere Sache, denn wir haben die Maus so gefangen, können die dann eben entsorgen und stellen eine neue Falle auf. Die Hausmaus wirft bis zu 8-mal jährlich und gilt auch als Wirtstier für Borreliose-Bakterien, die später beispielsweise von Zecken auf Tier und Mensch übertragen werden können. Problem liegt hier an dem Unrat und an dem Müll. Mülltonnen sind hier auch offen zugänglich und dadurch hat man natürlich so einen Befall, den man jetzt mal offensichtlich gesehen hat. Und man hat natürlich einen Gräuel. Man fühlt sich nicht wohl, sag ich jetzt mal. Auch wenn es nur eine Maus ist, in Anführungsstrichen. Aber die läuft an einem vorbei und man hat doch schon ein Unbehagen. Ja, alles klar. Super. Prima. Wunderbar, ich bedanke mich recht herzlich. Ja. Schön, dass es so geklappt hat. Sieht gut aus. Und dann Schauen wir noch mal nach in 10, 14 Tagen. Wir wissen ja nicht genau, man kämpft ja mal gegen lebende Tiere. Die müssen wir mal irgendwie überlisten. Kann natürlich sein, dass noch mal was passiert, noch mal eine Maus gesehen wird. Aber in der Regel müsste es erledigt sein. Aber zur Sicherheit schauen wir noch mal nach. Ich hoffe es. Ja. Bedanke mich recht herzlich. Sie sind drin, ne? Schönen Dank. Tschüss. Schönen Tag. Schönen Tag noch. Tschüss. So. Schönen Tag. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Kalfs sind Schädlingsbekämpfer in vierter Generation. Die Aufträge kommen von Städten, Kommunen, Unternehmen und Privatleuten. Die Kundschaft ist heilfroh, wenn die Kammerjäger kommen, aber auch, sobald sie wieder gehen. Die Familienfirma sitzt im nahen Hamburger Umland. Durchschnittlich kommen gut 60 Aufträge rein, täglich. Die Koordination der Einsätze übernehmen Mutter, Schwester und die Ehefrau von Dennis. Ja, dann machen wir mal einen Termin ab. Wie sind Sie denn im Hause? Dann können wir gleich morgen kommen. Also morgen, wenn Sie möchten, können wir kommen. Das wäre so zwischen 12 und 14 Uhr. Wenn wir dann angerufen werden, ist es schon so, dass wir die dann beruhigen. Dann versuchen wir denen schon mal zu erklären, was wir machen, wenn wir kommen. Und dass sie dann zeitnah einen Termin bekommen. Und wir leiden natürlich auch manchmal schon mit. Also wenn die jetzt Motten haben und die schreien ins Telefon und wir sagen denen schon, was sie dann zuerst machen könnten. Und dann kommen wir und dann sind sie eigentlich alle beruhigt. Morgen. Morgen. Und wie sieht's aus? Läuft. Ja? Viel zu tun? Ja. Ja. Dann du und Norbert macht hier Ratten am Rastplatz. Ach ja, ich weiß, da war ich schon mal gewesen. Genau, und Schule. Mhm. Alles klar. Ja gut, dann. Die kannst du dann ja mal. Verteile ich die. Verteilen. Prima. Okay. Gut. Im Team der Kalfs gibt es 13 Mitarbeiter. Wie viele andere Handwerksbetriebe sucht auch die Traditionsfirma dringend Ausbildungsnachwuchs. Moin. 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 Ja, heute ist wieder volles Programm. Köpi und Nikolas, ihr habt die Rattenbekämpfung in der Schule. Und dann bekommt ihr hier schon mal den Zettel. Alles klar. Guckt euch das noch mal an, schaut mal, was da ist. Gebt mir nachher eine Rückmeldung, wir müssen dem Klempner noch Bescheid sagen, falls da irgendwo ein defektes Rohr ist. Wir beide fahren nachher auch auf diesen LKW-Rastplatz. Da waren wir schon mal wegen der Ratten gewesen. Da fahren wir nachher los. Christian, du hast danach noch eine Wespenbekämpfung. Da fährst du hin.
Gefragt sind Serviceorientierung und starke Nerven. Ja, der Schädlingsbekämpfer darf natürlich nicht irgendwie zimperlich sein. Und er muss natürlich auch in bestimmten Bereichen arbeiten, wo es manchmal nicht ganz so schön ist. Man darf nicht ganz so sensibel sein, aber wie in jedem anderen Bereich natürlich auch, versucht man zuverlässige Mitarbeiter zu bekommen und auf die man sich verlassen kann und die auch im Kundenkontakt natürlich gut rüberkommen. Das ist natürlich heute ganz wichtig. Der nächste Einsatz wartet schon. Eine Rattenbekämpfung auf dem Gelände eines großen, bekannten Unternehmens. Es geht in den Hamburger Hafen. Kurzbriefing während der Anfahrt. Ja, aber da, wo wir jetzt hinfahren, da waren Ratten gewesen. Ich habe da letzte Woche schon die Köderboxen platziert. Ja. Waren auch ein paar Rattenlöcher gewesen. Und dann gucken wir mal, ob da überhaupt irgendwas angefressen ist oder nicht. Müssen wir mal gucken. Ja. In Deutschland müssen Schädlingsbekämpfer häufig extrem diskret agieren. Anders als etwa in Staaten wie den USA. Jeder Mensch, der mal Probleme mit Schädlingen hat, weiß natürlich, wie wichtig der Schädlingsbekämpfer heute ist. Das Image ist natürlich nicht das Beste, wobei ich persönlich kann das überhaupt nicht verstehen. Wir haben einen ganz tollen Beruf, wir arbeiten mit ganz vielen Menschen zusammen in ganz vielen Bereichen. Und was man heute nicht vergessen darf, der Beruf des Schädlingsbekämpfers ist ein Ausbildungsberuf. 3 Jahre Lehrzeit, Abschlussprüfung und man bekommt nachher einen richtigen Fachbrief. Und wir sind heute Fachleute im Bereich der Schädlingsbekämpfung. Und der Kammerjäger von früher, den gibt das heute gar nicht mehr. Ja, hier war ich letzte Woche gewesen wegen den Ratten. Ja. Da gucken wir jetzt noch mal nach, ob da Befall ist oder nicht. Ja, das ist hauptsächlich hier unten in der Ecke. Ja. Warte, ich gebe dir einmal Handschuhe. Experten schlagen Alarm. Heiße Sommer und ein erstaunlich hohes Nahrungsangebot machen die Nager zu einer echten Plage. Besonders in den Städten. Ja, hier ist auch ein bisschen. Lass uns ihn vorsorglich tauschen. Ja. Also hier haben wir vor ein paar Tagen die Köderboxen aufgestellt mit einem Giftköder, weil hier Ratten gemeldet wurden. Die Beutel sind jetzt aufgerissen. Und die Ratte, die jetzt hier beigegangen ist, oder die Ratten, die haben davon gefressen und werden in den nächsten Tagen dann versterben. Das dauert, je nachdem, wie viel die davon fressen, immer so zwischen 3 und 5 Tage. So, und wir haben jetzt die Beutel noch mal ausgetauscht, erneuert. Und das wird so in circa einer Woche noch mal kontrolliert. Ratten können eine ganze Reihe heimtückischer Krankheiten übertragen. Beispielsweise Salmonellose, Tuberkulose, Fleckfieber oder Tollwut. Durch Kontakt mit Kot, Urin und Speichel der schädlichen Nager nimmt der Mensch die darin enthaltenen Bakterien und Viren über Haut, Schleimhäute oder Atemwege auf. Das kann auch ganz unbemerkt geschehen, etwa über verseuchtes Wasser oder kontaminierte Luft. Bei einer Rattenplage gehen zudem oft Parasiten wie Zecken oder Flöhe von der Ratte auf den Menschen über und reichen die Erreger auf diesem Wege weiter. Dazu kommen von Ratten verursachte Materialschäden oder die Vernichtung und Verseuchung von allerlei Vorräten. Das Problem bei der Rattenbekämpfung ist natürlich, dass die Ratten überall Nahrungsquellen haben. Die Leute schmeißen ihre Sachen neben die Mülltonnen, Schüler werfen ihre Pausenbrote weg. Die Ratten haben überall ihre Nahrungsgrundlage. Und natürlich auch so wie hier im Bereich vom Hamburger Hafen, finden die immer irgendwas zu fressen, fühlen sich dann natürlich wohl, bleiben dort. Teilweise wird dann aber auch an den Gebäuden werden Schäden angerichtet. Es werden Kabel angefressen, es werden Rohre durchgefressen. Und laut Verordnung hier in Hamburg müssen Ratten bekämpft und getötet werden. Der Job als Kammerjäger kann unter Umständen auch zu moralischen Bedenken und Zweifeln führen. Ich habe 3 Ratten zu Hause. Es sind natürlich völlig andere Ratten. Das zu Hause ist eine Farbratte, das draußen ist eine Wanderratte. Meine sind sauber, sind keine potenziellen Krankheitsüberträger. Und sie sind halt zahm. Und das ist eine wildlebende Ratte, das ist es nicht. Klar ist es nicht schön, Tiere zu töten, aber es ist nun Teil des Berufes. Und hat man da manchmal so ein bisschen Skrupel, wenn man selbst Rattenbesitzer ist? Ja. Schätzungen zufolge kommen auf einen Großstadtbewohner bis zu 5 Ratten. Das würde bedeuten, dass allein in Hamburg mehr als 8 Millionen Ratten leben.
Die Ratten, die gab es früher schon, die gibt es heute und die wird es auch in Zukunft geben. Wir können natürlich punktuell die Probleme beseitigen, aber das Gesamtproblem, das können die Schädlingsbekämpfer im Allgemeinen nicht lösen. Wirklich da, wo Befall ist, da kann man eine Bekämpfung durchführen, man kann die Ratten beseitigen, aber das Gesamtproblem wird immer vorhanden sein. Ja, wobei, das sind denn eher Karnickel. Damit haben wir nichts zu tun, da wollen wir nichts mit haben. Aber der Rest sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja. So, ja. Zu sehen. Alles klar. Ach, ja, siehst du. Dann haben wir das soweit erledigt. Nächste Woche nochmal. Jo. Währenddessen sind auch die anderen Mitarbeiter von Dennis Kalf im Außendienst. Das Problem? Schaben in einer Hamburger Mietwohnung. Die Erstbekämpfung hat ein Kollege vor wenigen Wochen durchgeführt. Ob er dort schon erfolgreich war, wird sich zeigen. Schauen wir mal, was in der Wohnung los ist. Starker Befall, wenig starker Befall. Wer war eigentlich da zuerst gewesen? Also zur Erstbekämpfung. Das kann ich hier gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Das hat das Büro mir jetzt nicht mitgeteilt. Ja, aber es wurde gesagt, dass die Feuchträume betroffen waren. Also Küche und Badezimmer. Genau. Ja, kommst gleich hin, haben wir 6 Küchen und 6 Bäder. Ja, Penthouse-Suite. Gucken wir mal, was hier los ist, ne? Ja. Ich war auch beim ersten Mal nicht hier gewesen, müssen wir erstmal gucken, irgendwie in Küche, Badezimmer oder irgendwie sowas. Ja, die sind im Urlaub. Ja. Gut, dass sie uns den Schlüssel ausgehändigt haben. Mach mal Licht an, genau. Ja. Gucken wir erst in die Küche, ne? Ja. So, guckt einer links, einer rechts, ne? Ja. Schauen wir mal nach. Hier sind mehrere drauf. Auch mit Eipaketen, frisch geschlüpfte. Ja, hier ist Befall. Blattella germanica. Die deutsche Schabe ist nachtaktiv, verbringt die Zeit überwiegend versteckt und bleibt deshalb oft unentdeckt. Ich habe auch einen Befall auf meine Falle. Müssen wir dann alle nochmal austauschen und neu machen. Genau. Befall findet sich oft in Gastronomie, Hotels und Kliniken, aber auch in zentral beheizten Wohnungen. Die Schabe liebt es wohltemperiert und feucht. Der Kühlschrank, der läuft ja dauerhaft. Der hat hinten ja einen Motor drin und da ist es natürlich schön warm. Da halten sie sich am liebsten auf. Und eine Abtropfschale haben sie meistens auch. Das heißt, die brauchen ja nicht viel Wasser, aber Wasser ist auch gegeben. Das hier direkt ist jetzt die deutsche Schabe. Das sind ausgewachsene Tiere. Man sieht noch kleine Nymphen, so nennen sich die kleinen Kinder im Grunde genommen, die noch nicht voll ausgereift sind. Und man sieht sogar ein Eipaket, wo sich mehrere Eier drin halten. Also sprich, es schlüpft jetzt nicht nur eine Kakerlake raus, sprich Schabe, sondern da können so zwischen 30 und 50 Tiere drin sein. Die haben ein anderes Verdauungssystem als wir, sprich, die sind im Grunde genommen wie Kühe und nehmen Nahrung auf. Sie klettert jetzt über verdorbenen Müll und kommt dann auf unser Essen drauf und erbricht es wieder. Und das ist eigentlich das Gefährlichste an der Schabe, was sie übertragen kann. Salmonellose, und dann wissen wir, was bei uns passiert. Schabenbekämpfung durch Einzelmaßnahmen bringt in der Regel keinen durchschlagenden Erfolg. Nur die kontinuierlich durchgeführte und kontrollierte Attacke führt zum ruhmreichen Sieg. Ich setze jetzt im Grunde genommen einen G-Punkt hin, das ist ein Fraßköder. Die Schabe kommt, frisst das und verstirbt daran. Und das ist eigentlich das Ziel an der ganzen Sache. Ne? Ich probiere das so zu platzieren in dunklen Verbergeorten von der Schabe, wo Feuchtigkeit und Wärme gegeben ist. Hier führen die Abflussrohre lang. Es kann manchmal sein, dass der Befall gar nicht von dem eigenen Mieter her kommt, sondern dass so eine Schabe auch mal durchs Haus wandert. Und das probieren wir natürlich gleich zu verhindern. Und in dem machen wir gleich diese Versorgungsschächte ein bisschen mit Gel mit. Und so kann man das relativ schnell einschränken. Der Überträger von Milzbrand, Tuberkulose und Salmonellose ist gierig bis in den Tod. Das sind Monitoringfallen. Da ist ein Köder eingearbeitet in die Klebefläche. Das lockt sie quasi an. Da laufen sie drauf, bleiben kleben. Und so kann man halt dann auch überprüfen, wie viel Befall ist da und wie stark müssen wir dann quasi handeln. Also wenn die dann natürlich voll ist, dann wissen wir, dass wir hier ein großes Problem haben
und dass es vielleicht sich sogar schon auf die Wohnung darüber oder darunter verteilt hat. In 3 bis 4 Wochen kommen wir aber nochmal wieder und gucken uns dann nochmal an, wie der Befall dann ist. Wie man aber hier sieht, hat ein Schambefall nichts unbedingt mit Sauberkeit zu tun. Die Wohnung ist super sauber und da sollte man Augenmerk drauf legen. Also Schaben oder etc. generell Insektenbefall hat nicht immer was mit Dreck zu tun. Und während der Feldzug gegen die Schaben nur vorerst beendet ist, packt der Chef in der Zentrale schon wieder die Ausrüstung ein. Mensch, lass uns noch 2 neue Filter mitnehmen. Ja. Und den Schlüssel. Ja. Zum Tauschen. Lass los. Die Kammerjäger haben ein neues Einsatzgebiet. Ziel der Operation? Eine Halle in einem Industriegebiet. Dort lagern importierte Luxusnahrungsmittel und exotische Zutaten von nicht unbeträchtlichem Wert. Wieso habe ich mir eigentlich den Massagesitz nicht angemacht? Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ja, jetzt ja. Ja, hab ich das mit der Bandscheibe oder du? Schädlingsbekämpfung bedeutet überwiegend Termine im Außendienst. Tag für Tag Kilometer fressen. Ein Großteil seiner Arbeitszeit verbringt man im Auto, wenn man eben von einem Kunden zum nächsten fährt. Ich würde sagen, 3/4 der Zeit ist man fast im Auto. Und naja, wir fahren hier so ungefähr 30.000 bis 35.000 Kilometer im Jahr. Für den Großraum Hamburg ist das schon eine ganze Menge. So, Patrick, du darfst mir die Tür aufmachen. Mach ich. Ausnahmsweise. Danke, danke. In dem riesigen Lager stehen palettenweise edle Esswaren, die vor potenziellen Peinigern bewahrt werden müssen. Dennis und Patrick haben deshalb vorher bereits einige Fallen aufgehängt. Der hartnäckige Gegner? Ein wohlbekannter Vorratsschädling aus der Familie der Kleinschmetterlinge. Da sind doch einige Motten drin. Ne? Ja. Das ist der Lockstoff. Dann fliegen die Motten in diese Falle rein und kommen einfach nicht wieder raus. Und dann sterben sie da drin. Ja, in dieser Falle haben wir jetzt sogenannte Dürrobstmotten. Die werden häufig mit der Ware teilweise aus dem Ausland schon eingeschleppt, sind dann irgendwo in den Verpackungen. Die haben wir jetzt mit der Falle weggefangen. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn die ganze Ware nachher entsorgt werden müsste. Anders ist es natürlich auch so im Haushalt. Jeder, der vielleicht schon mal Motten zu Hause hatte und sich die mit eingeschleppt hat, weiß, dass er danach die Ware entsorgen kann. So, und das ist dann natürlich schon so ein kleiner wirtschaftlicher Schaden im Hausbereich. In Lagerhallenbereichen ist es natürlich schon, da geht das dann auch mal in die Zehntausende der Schaden. Um finanziellen Schaden vom Kunden abzuwenden, wollen die Kammerjäger die gesamte Lagerhalle vernebeln. Wir nehmen dafür einen Trockennebel. Das ist ein pflanzliches Produkt, was hier versprüht wird. Das ist biologisch abbaubar. Und es hält auch nur wenige Stunden an. Wir versuchen in diesen wenigen Stunden natürlich möglichst alle Motten abzutöten, die hier vielleicht noch rumfliegen. Und dafür gehen wir hier auch gleich so ein bisschen zwischen die Kartons, um auch in die hinteren Bereiche reinzukommen. Okay. Dann lass uns hinten anfangen. Bei den heutigen Chemikalien ist das so, dass die bei richtiger Anwendung für Menschen und Haustiere recht ungefährlich sind. Viele Sachen sind biologisch abbaubar und mit der richtigen Schutzausrüstung, in dem Fall so wie jetzt hier mit den Masken, kann ich nichts einatmen, ist es für uns recht ungefährlich. Pyretrum ist wohl das älteste bekannte Insektenvernichtungsmittel der Welt und wird ursprünglich aus den Blüten von Chrysanthemen gewonnen. So, ja, sind wir durch. Ne? Ich würde sagen, der Auftrag ist fertig. Fahren wir zum nächsten. Ne?
Die Gebrüder Köpnick im Außendienst. Bei Anfahrt wird schon mal über frühere Aufträge parliert. Da fallen mir die Kakerlaken aus dem Hosenbein. Da bin ich wie so ein kleines Mädchen dann rumgelaufen. Das war ja total neu für mich. Also damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Nö. Aber die war so voll, die hing ja sogar an der Decke, sind sie langgelaufen. Durch die Haftlappen und so können sie da ja langlaufen. Oh, ich habe vielleicht geschrien. Ah, jetzt mittlerweile geht man da ja locker ran. So, dann sind wir ja gleich bei der Schule. Ja, dann schauen wir mal. Ein Keller, Parkplatz, ne? Ja. So, hier perfekt. Vorne kannst du stehen. Perfekt. Oh, nochmal gucken. Genau, schauen wir mal, wie es aussieht. Ja. Taschenlampe, alles dabei? Jo, dabei. Super. Einsatzort? Der Keller einer renommierten Hamburger Schule. Handwerker haben Rattenbefall gemeldet. Jo, passt. Dann gehen wir mal gucken. Durch, Lichtschalter ist gleich hier oben. Hier oben ist er Licht. Und rechts geht's in den Keller rein. Taschenlampe ist dabei? Ja, mach dich klein. Ist nichts für große Menschen. Wollen wir mal die Kästen kontrollieren. Hier ist ja das Loch, was du meintest. Genau, das wurde von den Handwerkern zugemacht. Die haben sich zwischenzeitlich hier mal reingetraut. Dann wollen wir mal gucken, ja, ob die gefressen haben. Ja, leichte Fraßspuren sind vorhanden. Die sind noch da. Tauschen wir den Kühler einmal durch. Kannst mal sehen, die waren dann doch noch da. Oh. Ja, wer weiß, wann die Handwerker das zugemacht haben. Vielleicht waren sie vorher dran, sind wieder zurück. Oh, dann liegen sie jetzt irgendwo dahinter. Hier sind die Ratten auch lang gelaufen. Man kann ja hier die Laufspuren sehen, wo sie den Schwanz hinterher gezogen haben. Und anscheinend hat sie dann auch den Köder, die Köderbox gefunden, hat davon dann auch was gefressen. Und jetzt dauert es in der Regel 3 bis 5 Tage, dann stirbt sie. Im Umgang mit den Allesfressern ist stets Umsicht geboten. Auch die Profis sind extrem vorsichtig. Das Wichtige ist einfach, wenn man zum Beispiel hier in einen engen Raum reinkommt, wir müssen uns kleiner machen. Das heißt, wir können auch dann dementsprechend aus der Situation nicht schnell flüchten, falls die in Aggressivität umschlagen sollte. Wenn wir halt hier in den Raum reinkommen und unglücklicherweise erwischen wir sie gerade in einer Ecke, wo sie weiß, ich kann hier nicht mehr weg, gehen sie in den Angriffsmodus. Das heißt, sie stellen sich auf die Hinterbeine, fauchen und dann geht es quasi auch schon los. Sie springen einen dann an und in die Situation möchte keiner von uns kommen. Dementsprechend in enge Räume schaut man sehr vorsichtig. Kammerjäger machen einschlägige Erfahrungen. Treffen Tier und Mensch aufeinander, wird es oft spannend. Dann bin ich reingegangen und habe leider nicht drauf geachtet. Und dann saß sie direkt auf Kopfhöhe neben mir auf einem Regal und hat mich angefaucht. Und dann stand mir die Nackenhaare sonst wo. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und da kriegt man dann auch wirklich mal Angst, weil auf Kopfhöhe ist das wirklich nicht lustig. Siehst du, kommen wir in 14 Tagen, 3 Wochen noch mal wieder und gucken dann noch mal am Rechten. Oh, pass auf den Kopf auf. Ein Mann für alle Fälle. Christian Sennert ist ein erfahrener Schädlingsbekämpfer und schon lange dabei. Auf ihn wartet eine heikle Mission. Moin, Moin. Mein Name ist Firma Kall. Komm wegen des Wespenproblems. Ja, perfekt. Wollen wir direkt nach hinten? Ja, können wir machen. Alles klar, super. Im Dach des Wintergartens hat sich eine Spezies heimisch eingerichtet, die unter Umständen äußerst ungemütlich werden kann. Vespula. Die Wespe. Wie lange ist das Problem schon? Haben sie angefangen zu nerven, die Biester? Also richtig bemerkt haben wir es eigentlich erst vor 2 Wochen, wo es anfing, so wirklich heiß zu werden. Wir saßen hier auf der Terrasse, haben angefangen zu grillen und ging gar nicht. Ne? Also ständig ist Flugverkehr um einen herum, dann ist nur am Wedeln mit den Händen. Ständig sitzt so ein Vieh auf dem Fleisch und ja, das nervt. Die Hunde schnappen danach, weil sie denken, das sind Fliegen, die können das ja nicht auseinanderhalten. Und man kann die Fenster bei der Hitze nicht aufmachen. Ich reagiere so ein bisschen allergisch darauf. Ah, okay. Wenn ich gestochen werde, ja. Dann, wenn ich jetzt hier am Arm gestochen werde, sehe ich aus wie Popeye.
ich wurde Gott sei Dank jahrelang nicht mehr gestochen und ich möchte es auch ganz ehrlich gesagt nicht drauf auslegen. Ich weiß nicht, wie schnell sich so ein Nest aufbaut, aber... Meistens fangen sie so April an. Echt? Tatsächlich schon so früh? Ja. Okay. Aber jetzt fällt es halt auf, ne? Ja. Durch die Hitzeperiode und die Trockenheit und so, jetzt haben sie so schnell gebaut irgendwie. Wahrscheinlich, denke ich mir, wird es dieses Jahr auch früher zu Ende gehen. Weil sie ja, so schnell hochgepusht, ne, haben. Ja. Zur Abwehr eines Angreifers können Wespen beliebig oft stechen, um ihr Gift einzuspritzen. Selbst gerade verendete Tiere sind dazu noch in der Lage. Ich werde ein insektizides Puder reinmachen, praktisch mit CO2 wird es reingepustet, wird das Nest abgetötet, dauert immer ein paar Minuten. Meistens hast du dann noch so 24 Stunden Flugbetrieb, weil bei dem Wetter auch viele unterwegs sind. Spätestens in 48 Stunden sollte dann auch komplett das Nest abgetötet sein. Wespen stehen unter Naturschutz und dürfen nicht getötet werden. Nur in Ausnahmefällen wie hier, wenn die Umsiedlung des Nestes nicht möglich ist und Tiere oder Menschen erheblich gestört oder gefährdet werden, darf ein Fachmann sie entfernen. Ja, sie werden ja auf jeden Fall auf einen losgehen. Meistens ist es auch so, dass sie halt Alarmstoffe aussenden praktisch, wenn sie genau wissen, da kommt ein Angreifer, und dann kann es schon sein, dass halt mehrere auf dich losgehen. Also wenn du einmal gestochen wirst, kann es gut passieren, dass du zwei, dreimal dann gestochen wirst. Das ist halt immer das Risiko. Ja, also wenn ich da jetzt das Nest bekämpft praktisch, würde ich schon so 5 Meter Sicherheitsabstand irgendwie nehmen. Gerade wenn man allergisch reagiert oder so, weil wenn sie mich stechen, Berufsrisiko ist egal. Ja. Aber so nicht, dass dir noch irgendwas passiert. Nee, alles gut. Ich gehe in Sicherheit und betrachte das dann von dort hinten und schaue mir das dann an. Super. Ist jetzt sozusagen das Risiko größer, dass was passiert? Ja, jetzt auf jeden Fall, weil jetzt sind sie richtig schön giftig und gereizt. Also jetzt könnte ich schon damit rechnen, dass ich einen Stich kriege. Aber deswegen, ich will mir lieber sicher sein, dann gehe ich das Risiko jetzt ein. Dann schieße ich nochmal rein. Christian geht das Wespennest ein zweites Mal mit der Pulverpistole an. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn auch die weißen, bereits besprühten Tiere sind oft orientierungslos und können deshalb noch einmal in den Angriffsmodus schalten. Der insektizide Staub setzt sich im Einflugloch des Nestes ab. Die Arbeiterinnen der Wespen tragen das Mittel ins Innere des Nestes und töten im Grunde so ihr eigenes Volk ab. Nach 2 Insektizidattacken ist der Einsatz beendet. Ja, dann war es das soweit. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Ja, wenn da so in 48 Stunden noch Flugbetrieb ist, dann einfach noch mal kurz Bescheid sagen. Okay. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, super, klasse. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Ciao. Die Frustration des Kunden weicht allmählich dem Vertrauen auf die Langzeitwirkung der staubigen Maßnahme. Wenn ich das so sehe, ist Alarmstufe Rot angesagt, weil da ist richtig Action gerade. Ich hoffe, es wird in der Stunde weniger. Und dann schauen wir mal. Wenn das so der Fall ist, was ich natürlich glaube, weil die Profis waren ja da, dann bin ich glücklich und zufrieden. Ne? Weil dann kann das Leben hier draußen endlich wieder starten. Ne? Ein Auftrag der eher unangenehmen Art liegt an. Die Folgebekämpfung eines massiven Schabenbefalls. Wann warst du zuletzt da? Vor? 2 Wochen. Ah, da kamen schon auf 50, 60 Stück kamen aus diesen Leitungen so rum heraus. Also das war echt nicht schlecht. Eine Mietwohnung in einem Hochhauskomplex. Dass hier noch eine Menge los ist, wird den Profis schnell klar. Ja, schon ein bisschen voller hier, du meine Güte. Oben an der Decke laufen sie auch noch. Die Wohnung ist durch das Heer unerwünschter Kleinstbewohner schlicht nicht vermietbar. Auch die notwendigen Handwerksarbeiten müssen unter diesen Bedingungen ruhen. Überall ist Befall. Zum Beispiel läuft hier noch eine. Hier oben auf der Türzarge. Da oben die ganzen Ecken sind noch voll. Hier oben Kabelkanäle laufen sie auch noch rum. Eins scheint klar. Die letzten Mieter der Wohnung müssen sich eine ganze Weile mit dem krabbeligen Getier arrangiert haben.
Ein solch massenhaftes Auftreten der Krankheitsüberträger entsteht nicht über Nacht. Hier ist auch viel los. Also hier müssen wir noch mal Hand anlegen. Der Kollege war ja vor 14 Tagen ungefähr hier. Und jetzt wollen wir noch mal durchgucken. Man sieht sie hier hinten ja auch schon alle noch laufen. Also, wie gut, dass die Wohnung noch nicht bewohnbar ist. Ist das denn normal? Sind die so widerstandsfähig? Ja, es kommt immer darauf an, wie lange die Vormieter schon den Befall haben. Und wenn die dann, ich sag mal, von zu Hause das nicht anders kennen, mit den Tieren zu leben, und das aber dann halt dem Hausverwalter nicht melden, sondern erst zu spät melden, da haben sich ja schon so viele Tiere hier eingenistet, dass wir erstmal gegen ankommen müssen. Schaben, Ratten, Flöhe, Wanzen und Wespen. Vielen Menschen stellen sich allein bei dem Gedanken an Schädlinge die Nackenhaare auf. Dass Kakerlake und Co. bei Kammerjägern Ekel hervorrufen, ist eher unwahrscheinlich. Ein dickes Fell hilft. Aber selbst der Profi kommt manchmal an sein Limit. Man muss halt damit umgehen können und deswegen muss man für den Beruf auch ein bisschen geschaffen sein und deswegen machen wir das ja auch. Wo hat denn der Schädlingsbekämpfer so eine Schmerzgrenze? Ja, es kommt immer drauf an. Also ich mag nicht so gerne Gerüche im Grunde genommen. Also wenn dieser Geruch intensiv ist, ob es Erbrochenes ist oder sowas, da ist dann schon eine Schmerzgrenze, muss ich auch mal schlucken, aber ich ziehe es trotzdem durch. Schweres Geschütz, um die Plagegeister loszuwerden. Die haben wir vorhin schon fertig gemacht mit zwei verschiedenen Präparaten. Einmal ein Kurzzeitpräparat und einmal ein Langzeitpräparat. Und damit wird jetzt einmal der ganze Kantenbereich und einmal die Deckenbereiche, Heizung, Wasserrohrleitung, Kabelschächte, die werden dann einmal damit behandelt. Wichtig sind halt die Kantenbereiche, weil der Beton ja immer nicht zu 100% abschließt und die Tiere sich dann dahinter halt verkriechen können und ihre Eier ablegen können. Deswegen wird der Kantenbereich immer ganz wichtig mit eingesprüht mit dem Insektizid, damit das auch ein bisschen dahinter laufen kann, damit wir auch sicherstellen können, dass die Tiere da auch drüber laufen. Bei der Bekämpfung von Schaben sind Ausdauer und Geduld gefragt. Die Tiere und ihre Brut sind widerstandsfähig und die nötigen Maßnahmen ziehen sich über mehrere Wochen hin. Ein paar letzte Zuckungen im Todeskampf und wenig später hauchen die ersten Todgeweihten ihr Leben aus. Auch Fahrzeuge nehmen sich die Schädlingsbekämpfer vor. Der Auftrag? Autopflege der ungewöhnlichen Art. Wir haben jetzt einen Reisebus bekommen. Dort wurde eine Kindergruppe mit transportiert. Die haben einen Weitausflug gemacht. Komischerweise waren ein paar Kinder danach zerstochen bzw. haben Stiche aufgewiesen. Was genau ist, konnten sie uns auch nicht so wirklich sagen. Man ging aus entweder Flöhe oder von Zecken und wir schützen uns durch die Anzüge auch, falls noch was da ist und sollen die im Grunde genommen jetzt auch bekämpfen. Ja, dann war Feuer frei. Professionelle Kammerjäger sind sich ihrer beruflichen Risiken bewusst. Vor allem der Gebrauch von chemischen Mitteln erfordert umsichtigen Eigenschutz. Ja, mit den Masken, wir vernebeln natürlich jetzt mit dem Trockennebel, mit dem Pyretrum-Trockennebel. Der steht nachher in dem ganzen Raum und wenn du da natürlich reingehst, atmest du es unkontrolliert ohne Maske ein. Und weißt halt nie, was du für Spätfolgen irgendwann kriegen kannst. Und wir wissen ja auch nicht, worum es sich handelt, ob Zecken oder Flöhe. Gut, bei der Hitze würde ich als Floh schon selber geflohen sein hier aus dem Bus, aber gut, gucken wir mal. Also bis jetzt hüpft auch noch nichts, aber manchmal siehst du es auch erst später, dass du es dann wieder schon woanders bist und dann hüpfen dir die Flöhe irgendwie erst über den Körper. Ist das fertig, Christian? Ja. Dann fangen wir hinten an. Ne? Kann starten. Fangen hinten an. Ob der Bus nun mit Flöhen oder Zecken befallen war, den massiven Vernebelungseinsatz hat mit Sicherheit kein Exemplar der stechenden Krankheitsüberträger überlebt. Die Profis haben dank Anzug und Maske kein Problem mit der Aerosolkeule. Es gibt natürlich ein paar Stoffe, die nicht so angenehm sind. Aber letzten Endes ist ja jedem das in die Hand gelegt, seine persönliche Schutzausrüstung zu benutzen. Wenn man die auch benutzt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nachdem das versprühte Produkt gute 3 Stunden einwirken konnte, ist eine ausreichende Lüftungsphase unumgänglich. Denn den Bus kann das Team direkt nach der Vernebelung nur mit Maske betreten. Erst eine gute halbe Stunde später können Nico und Christian das Fahrzeug ruhigen Gewissens ohne Schutzausrüstung reinigen.
Ein frisch ausgebildeter Schädlingsbekämpfer verdient anfangs um die 2500 Euro brutto. Je nach Berufserfahrung und Qualifikation ist das Gehalt später noch ausbaubar. Ich wollte schon immer Bus fahren. Die Leute denken immer, du arbeitest irgendwie im Verborgenen oder so. Dabei bist du tagtäglich auf Hamburg Straßen oder so unterwegs. Und ja, also eher so Anerkennung, wie man das machen kann. Ne? So Ekel und ja, erzähl mal deine schlimmsten Erlebnisse irgendwie in dem Job und so. Also ist eher schon im Freundeskreis und Bekanntenkreis eher schon positiv eigentlich. Und da ich schon lange in meinem Job bin und den eigentlich auch bis zur Rente mache oder so, habe ich dann so angefangen mit einer Kakerlake irgendwie oder den Rattenfänger von Hameln habe ich mir dann machen lassen oder eine Fliege zum Beispiel. Immer ein bisschen, damit ich auch ein bisschen an meinen Job erinnert werde. Es ist halt was Außergewöhnliches. Ne? Andere arbeiten irgendwie als Einzelhändler oder im Büro und ja, ich bin halt Kammerjäger. So. Dennis Kalf und sein Vater Norbert sind unterwegs zum letzten Einsatz des Tages. Es geht erneut in die Nähe des Hamburger Hafens, auf einen gut frequentierten Trucker-Rastplatz. Naja, aber das ist natürlich so, die Lkw-Fahrer, die kommen ja von überall her. Ja, klar. So, die interessiert das jetzt auch nicht ganz so, dass der Müll hier überall nee. Liegt. Ne? Da hinten rechts in der Ecke ist das. Ja. Das Einsatzgebiet ist den beiden Spezialisten bereits bestens vertraut. Die ungepflegten Grünflächen rund um den Rastplatz, ideales Biotop für Ratten. Der Hafen. Oh, das sieht ja richtig gut aus hier. Das ist ja anheimelnd. Richtig schön aufgeräumt. Das sieht hier aber immer so aus. Ja? Ja. Jedes Mal. Ja, das ist eine Mauschelecke. Ne? Guck doch mal, die ganzen Brote, die da im Müll liegen. Ja, kein Wunder, dass hier die Ratten rumlaufen. Ne? Ein Eldorado, ein Paradies für unsere kleinen Haustierchen. Ne? Ja. Na, wollen wir mal gucken. Ne? Auch wenn die Vermüllung des Geländes stets für wiederkehrende Aufträge sorgt, Vater und Sohn sind fassungslos ob der gedankenlosen Abfallentsorgung. Hier fliegt so viel in die Gebüsche, dass natürlich dann die Ratten sagen, ja super, danke, hier ja. Komme ich häufiger mal vorbei. Ja. Ja, vor allem wird das wahrscheinlich auch sehr selten gereinigt und kontrolliert. Und das ist immer das Problem dabei, weil die ja dann ein Nahrungsangebot haben hoch drei. Ne? Also, man darf ja auch nicht verkennen, die Ratten vermehren sich ja auch sehr, sehr schnell. Die kriegen ja 5 bis 6 Mal im Jahr Junge. Und kann man sich vorstellen, wie schnell solche Populationen sich dann aufbaut. Das ist enorm. Ne? Ja, das sieht gut aus hier. So, dann wollen wir mal gucken. Mit den tödlichen Leckerlibeuteln geht es ins Unterholz, auf den ausgelegten Köderbox-Parcours. Ratten sind intelligent und lernen schnell. Deshalb nutzt man Köder, deren Wirkstoff erst nach einigen Tagen anschlägt. Wichtig ist dabei der Schutz anderer Tiere. Ist da ein Bitterstoff drin? Wenn da jetzt Katzen oder Hunde beigehen, da passiert nichts. Das mögen die gar nicht so gerne. Und ein Tier muss pro Kilogramm Körpergewicht eine ganze Menge dieser Wirkstoffe aufnehmen, damit das überhaupt passieren kann. Und da die Ratte ja gierig ist und gleich alles aufnimmt, ist die Wirkung oder die Reaktion dann sehr, sehr schnell vorhanden. Warnhinweise auf eine Rattenbekämpfung sind Pflicht. Die Zusammensetzung der Köder wird immer mal wieder verändert, um die schlauen Tiere zu täuschen. Um die Nager auf natürliche Weise in Schach zu halten, müssten sich auch ihre Fressfeinde, die Greifvögel, vermehren. Denn würden die Ratten von den Vögeln gefressen, bliebe alles im Gleichgewicht. Doch der Bestand der Greifvögel schrumpft. Ratten haben so kaum mehr Fressfeinde und vermehren sich deshalb explosionsartig. Eine dramatische Entwicklung. Ach, guck mal hier. Oh ja. Das erste Erfolgserlebnis. Ja, hat geholfen, hat geklappt. Guck mal, die Fliegen sind schon da. Na ja, gut, bei den Temperaturen ist das natürlich auch recht schnell, ne? Ja. Ja. Ja, hat geklappt. Ja. Ja, in dem Fall ist das so, der Giftköder, den wir vor ein paar Tagen ausgelegt haben, hat natürlich gewirkt. Die Ratte wird jetzt hier schon ein paar Tage tot liegen. Das sieht man natürlich auch jetzt anhand der Fliegen und der Maden. Und naja, von der Bekämpfungsseite her haben wir natürlich unser Ziel erreicht. Doch die Ratte freut, dass der Mensch nicht lernt. Alles klar, Warnzettelchen dran. Jo, den schauen wir mal. Ne? Das war's. Das war's hier. Schädlingsbekämpfer ist ein krisenfester Job und wird es bis auf Weiteres wohl auch bleiben. Dass er zudem Spaß machen kann, beweisen Profis wie Dennis.
Bei mir ist das natürlich so, ich bin ja in eine Schädlingsbekämpferfamilie reingewachsen. Die ersten Male bin ich natürlich von meinem Vater und von meinem Onkel mitgenommen worden. Da war ich vielleicht so um die 10 Jahre alt. Und das ist natürlich, wenn man da mehr oder weniger noch ein Kind ist, das ist ja unheimlich spannend, wenn man dann dem Vater und dem Onkel die Tasche tragen darf und da vielleicht auch mal mit bei sein kann. Ich fand das cool. Heute nach über 20 Jahren ist das auch immer noch interessant. Und naja, ich könnte mir für mich keinen besseren Job vorstellen. So werden die Rattenfänger von Hamburg auch weiterhin unterwegs sein. Im nicht enden wollenden Kampf Mensch gegen Schädling.